Leute, was geht und willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, Leute. Einen Moment Zeit. Ah, noch ein London. Schön zu sehen, dass noch ein Mann mit Manieren an Bord ist. Rupert Martin, hocherfreut. Adam Kenway. Angenehm. Anscheinend haben wir die Stadt zur rechten Zeit verlassen. Ja. Habt ihr etwa nicht von dem Mord im Opernhaus gehört? Nein. Was ist geschehen? Das wird zurzeit noch untersucht. Und ich schätze, das wird noch eine Weile in Anspruch nehmen. Kennt man schon das Motiv? Jedenfalls war es kein Raub. Also vielleicht ein Geschäft, das schiefgelaufen ist. Oder etwas Persönliches. Könnte sein, etwas Schlüpfriges. Wer weiß. Aber ich bin froh, dass ich nicht dort bin. Die Stadt wird mit jedem Tag gefährlicher. Ja gut, jetzt gehen wir hoch, ne? Rest Verkehr sind mir hier stehen geblieben. Dann genau hier machen wir jetzt weiter. Hier kommen wir noch mit dem Anschlag. Captain. Mr. Kenway. Ich wollte mich bedanken, dass ich an Bord kommen durfte. Und für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich euch bereite. Unannehmlichkeiten wäre noch untertrieben. Verzeiht, ich kann nicht folgen. Mein Schiff wurde 2 Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Ihr Adligen seid alle gleich. Ja, okay. Mit wem können wir noch reden? Dem? Hä? Ah. Ja, und du? Wie? Hallo, Sir. Sieht es nach einer angenehmen Reise aus? Ist eine ruhige Jahreszeit. Stürme und raue See sind natürlich trotzdem denkbar. Aber keine Angst. Schlimmstenfalls wird es etwas unbequem. Ich sorge mich eher um Piraten und Freibeuter. Seid ihr ihnen schon mal begegnet? Ei, aber die Providence ist ein starkes Schiff und die Crew eingespielt. Das wird uns sicher schützen. Gut, das macht mit der Hauptstory weiter. Und dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein, ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr hier. Oh, okay. Ihr seid ein wahrer Spaß, was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Das reicht, Grace. Halt dich da raus! Limit Gesundheit, Verlust minus 10. Hä? Hey, was parieren, Alter? Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs, lass das sein. Wenn der Captain uns sieht... Zur Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Ja, das war nicht. Er macht alles fertig. Gebt ihr auf? Niemals!
gefällt euch das jetzt? Jo. Ah, echt. Scheiße. Ich hoffe, das hat mir nicht gesagt, die Hauptmissionsdinge. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Und warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumtollen bezahle. Scheiße. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika Leben zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Guten Tag. Land Schrotz am Tag 28. Mr. Kenway. Captain. Was immer die planen, ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Gut. Und Schachbefrage. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Du hast es dir doch nicht anders überlegt. Es ist unrecht, dass er sich lahm und weint. Hä? Was zum Teufel ist er? Ich habe Frau und zwei Töchter. Was, wenn es schief geht? Ah. Komischer Vogel. Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Okay. Doktor oder dem Koch sprechen. Ich gebe erst in ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Eigentlich habe ich eine Frage. Und welche? Hat sich einer der Männer vielleicht merkwürdig benommen? Oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist? Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Sonst habe ich nicht viel gehört. Mein Rat? Geht doch zu James. Der hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Okay. Schön. Seid ihr James? Hi. Kenway. Hey, them Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir.
Aber nicht hier. Folgt mir. Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Okay. Er kann noch Hinweise zu. Irgendwas geht. Häuser. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich's mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Okay. Komischer Vogel. Hat immer seinen Hut auf und versteckt sein Gesicht, um uns unbemerkt. Hat die Rationen gekürzt und sagt, wir werden nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist Unrecht, dass er sich lang und dünn, während wir nur Blüpfenfisch und Zwieber kriegen. Seltsam. Äußerst seltsam. Atlantischer Ozean, Tag 33. Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Macht die... Achtung! Alle runter! Das war ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck! Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt, eine Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Nein, das dachte ich mir. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen. Sichert die Luke! Ethan. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Aber merkwürdig. Kein Anzeichen für Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Ah, darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Thank you.
on guard. Kriegst du nichts mehr, die... Ey. Ups! Ja, da... Komm. Und da hast du keine Waffe mehr. Ey. Ups, ja, das ist der Tod. Ich sagte, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich. Schon gut, schon gut. Alter, was? Lande Schottland, später am vierten Tag. Ich sagte, das ist wahnsinnig. Beruhigt euch. Ich werde mich darum kümmern. Okay, Freunde, an dieser Stelle würde ich sagen, was für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und sonst bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.